Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leier kann mehr. Heute haben wir zwei Top-Tischkreissägen für euch dabei. Zum einen die CS70 und die TKS80 von Festool. Die Anwendung findet beim Schreiner statt, beim Zimmerer, genauso wie beim Raumausstatter, aber auch ambitionierte Heimwerker, die Qualität von Festool zu schätzen wissen. Wir haben bei der Maschine richtig interessante Gimmicks, die sonst keiner bietet am Markt. Darauf gehen wir später noch im Detail ein. Also hier haben wir jetzt die CS70 im Vergleich zur TKS80 haben wir, wie der Name schon sagt, hier im Unterschied eine Schnitthöhe von 70 mm, eine Motorleistung von 2100 Watt im Vergleich zur TKS80. Die hat 80 mm Schnitthöhe und 254 mm Sägeblattdurchmesser. Wir haben hier noch als Besonderheit eine Zugfunktion, deshalb wird die Maschine auch Unterflurzugsäge genannt. Das hat die TKS80 nicht, diese Funktion. Des Weiteren können wir hier die Höhe verstellen und auch die Neigung des Sägeblatts, um einfach eine exakte Schnitthöhe zu gewährleisten. Der Hauptunterschied, was die TKS80 bietet, ist natürlich die Source-Stop-Technologie. Hier steht die Anwendersicherheit im Vordergrund. Wir haben hier eine Patrone verbaut, die bei Sägeblattberührung mit dem Finger, also auch mit leitenden Materialien, ausgelöst wird. Ein Alukeil wird auf das Sägeblatt getrieben. Das passiert alles in 5 Millisekunden. Somit steht das Sägeblatt sofort und meine Finger werden verschont. Gleich wie bei der CS70 haben wir hier auch eine Absaugmöglichkeit, um einfach staubarm zu arbeiten und eine freie Sicht auf mein Schnittbild zu gewährleisten. Zu der genauen Funktionsweise der Source-Stop-Technologie haben die Kunden immer wieder Detailfragen. Ich zeige euch das mal hier im genauen Ablauf. Ich schalte die Maschine an. Hier seht ihr jetzt abwechselnd die Dauer-LED und die rote blinkt. Hier läuft ein kurzer Funktionstest ab. Bei grüner Position ist die Source-Stop-Technologie eingeschaltet. Die Maschine ist bereit, bei Kontakt mit leitenden Materialien das Sägeblatt zu stoppen und das Sägeblatt gleichzeitig zu versenken, dass ich absolute Anwendersicherheit habe. Jetzt kommt es aber durchaus natürlich auch vor, dass ich vielleicht leitende Materialien sägen möchte, wie zum Beispiel Alu oder nasses Holz. Dass ich da nicht versehentlich die Sicherheitseinrichtung auslöse, gibt es eine Funktion, dass ich das abschalten kann. Im Stillstand leuchtet die grüne LED, zu testen, ob mein Material leitend ist oder nicht. Können wir hier zum Beispiel mit dem Finger machen oder auch mit einem Alu-Stück. Wäre zwar das falsche Sägeblatt hier, möchte ich noch kurz erwähnen, aber einfach zum Test. Hier sehe ich eindeutig, es blinkt rot, die LED-Leuchte. Somit ist mein Material leitend und die Source-Stop-Technologie würde auslösen. Möchte ich das Ganze abschalten, habe ich die Möglichkeit hier in Kombination mit diesen zwei Tasten das abzuschalten. Wenn die grüne LED leuchtet, ist die Source-Stop-Technologie abgeschalten und ich kann, ohne dass die Patrone auslöst, leitendes Material sägen. Wichtig wäre noch zu wissen, ich muss laut Hersteller mit Original-Festool-Sägeblättern arbeiten. Nur so ist ein sicheres Auslösen der Source-Stop-Technologie gewährleistet. Die TKS80 gibt es in verschiedenen Varianten. Hier sehen wir die Set-Ausführung mit Schiebeschlitten, Tischverbreiterung, Tischverlängerung und einem Längsanschlag. Die wird eher stationär eingesetzt. Beim Auto würde man sagen, volle Hütte. Meine Frau hat gemeint, ich soll auf meine Finger aufpassen. Deshalb zersäge ich für euch heute ein Würstchen. Wie ihr gesehen habt, verfügt die CS70 nicht über den Source-Stop. Hier seht ihr jetzt im Vergleich die TKS80 mit dem Source-Stop. So bleiben eure Finger verschont.